Hamburg-St. Pauli. Zwischen der Reeperbahn und dem Schanzenviertel gibt es einen beliebten Supermarkt. Doch nicht alle Kunden zahlen die Ware, die sie mitnehmen. Die sind ein Fall für die Ladendetektive Müfit und Kemal. Um 9 Uhr beginnt ihre Schicht. Mithilfe der Überwachungskameras erwischen die beiden pro Tag 2 Diebe. Der Kollege Müfit ist hier an den Kameras und beobachtet den Laden über unser Kamerasystem. Und ich begebe mich auf die Ladenfläche. Kemal will die Kunden aus der Nähe beobachten. Es ist wichtig, als Ladendetektiv zu arbeiten, beziehungsweise der Job generell ist wichtig, weil wir aufs Jahr gesehen natürlich sehr hohe Verluste einstreichen würden, wenn es keine Ladendetektive geben würde. Hier haben wir ein typisches, ich sag mal, Mitnehmartikel, einen typischen Mitnehmartikel, weil der Alkohol sich sehr schnell und sehr gut weiterverkaufen lässt. Da haben wir sehr oft die Erfahrung, dass es ein gewerbmäßiger Diebstahl ist. Das heißt, die klauen nicht nur eine Flasche, sondern 3, 4, 5, 6, 7 und haben schon Abnehmer dafür. Und das werden sie jederzeit zu gutem Geld eigentlich immer los. Während Kemal im Laden kontrolliert, beobachtet Müfit mit 31 Überwachungskameras alle Gänge. Kemal ist unterwegs auf der Fläche. Ich kann schon überall folgen, ich kann überall sehen. Gott sei Dank, ich habe nicht so viel Totenwinkel. Wenn Kemal so in der Fleischabteilung steht, kann er die Spirituosenabteilung nicht beobachten. Er würde mich so per Telefon so Bescheid sagen, verdächtige Person zu beobachten, weiter im Kamera. Nach meiner Erfahrung entscheide ich immer so natürlich auch mein Bauchgefühl. Sag ich mal so, man kann riechen, was passieren wird oder nicht. Das ist so schwer zu erklären, aber so Körpersprache sagt vieles. Er guckt so komisch links, rechts und so unruhig. Ich glaube, es wird er schon anstecken. Sieht so aus. Gucken wir mal. Das ist schon eine verdächtige Person. 2, 3, 4 Dosen Bier genommen. Er geht jetzt zum Magiknor, den nächsten Gang pickt er ab. So kommt er hier mit den 4 Dosen Bier. Packt schon auf den Boden erstmal. Und prüft er auf den Gang, so, ob da jemand da beobachtet. Eine erste Dose eingesteckt, zweite steckt er auch rein. Er guckt jetzt zwischendurch, ob das jemand sieht. Zwei gesichert und die zwei, was macht er? Wieder bezahlen? Amateur ist er nicht. Er hat schon Ahnung. Er weiß schon, was er tut. Seine Körpersprache sagt es so, er hat schon öfter gemacht. Der Mann geht in Richtung Ausgang. Müfit positioniert sich hinter den Kassen. Erst wenn der Mann ohne zu bezahlen durchgeht, handelt es sich um Diebstahl. Hausdetektiv Edeka. Ja. Können wir kurz ins Büro gehen? Moin. Fahr mal bitte hinterher. Wir haben zu tun, du kannst schon gehen. So, dann einmal hier rein, bitte. Ja. Sie wissen, worum es geht? Ja. Da einmal hinsetzen? Ja. Und mal bitte alles freiwillig aus den Taschen rausholen? Nein. Kennen Sie, ne? Ja. Gut. So, war's das? Ja, ja. Machen Sie mal das Hemd auf, ja. Bitte. Haben Sie ein Ausweisdokument leider dabei? Nicht, nein, leider nicht, nein. Dann wissen Sie, dass wir die Polizei ja, hinzuziehen müssen? Müssen Sie, ja. Gut. Was ist da noch im Rucksack drin? Da ist gar nicht, das ist gar nichts drin. Können Sie gerne reingucken. Ja, machen Sie mal auf, bitte. Ja, ja. Nichts da. Wenn du siehst, dann schick mal hier ab. Okay, was haben Sie da in der Hand? Was halten Sie so fest? 50 Cent. Achso, 50 Cent. Ja. Geld haben Sie auch nicht dabei, ne? Nein, 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 nein.
Gut. Dann hätte ich bezahlt, gell? Bitte? Dann hätte ich das bezahlt. Ja, das weiß ich ja eben nicht. Ich frage hier. Es gibt doch Leute mit Geld. Das stimmt. Rufst du mal an, bitte? Max war da 163. Gehen ja schon. Können Sie Platz nehmen? Jo. Das dauert ein bisschen. Moin. Wir haben einen Diebstahl und die Person kann sich nicht ausweisen. Vielen Dank. Tschüss. Ja. So, die Polizei muss kommen, das hatte ich Ihnen gesagt, ne? Jo. Ja, machst du die Anzeige? Wie heißen Sie denn? Können wir schon mal Ihre Personalien haben? Ja, können Sie haben, ja. Kemal und Müfit wollen wissen, ob der Mann in diesem Laden schon einmal aufgefallen ist. Hatten Sie schon mal Hausverbot hier? Nein. Zum ersten Mal? Ja. Gut. Ich guck mal, ich prüfe schon. Es ist meistens Geldnot tatsächlich. Wir haben aber unterschiedliche Fälle. Es ist Geldnot, es ist einfach so, weil beim Vorbeigehen mitgenommen, eingesteckt, vielleicht nicht drüber nachgedacht, vielleicht auch gar nicht wirklich bewusst und absichtlich gemacht, sondern vergessen rauszupacken. Also es ist alles möglich hier. Alles. Das ist ja auch ein bisschen sozialkritischer Stadtteil. Hier, wir sind hier in der Nähe von St. Pauli und hier haben wir auch viele Leute, die tatsächlich Geldprobleme haben. Das ist es, sonst würde ich es nicht klauen, ne? Hartz IV ist nicht viel, ne? Und das meiste geht für Drogen drauf. Ja. Dreimal davon an einen Holsten. Irgendwelche spitzen Gegenstände oder Messer haben Sie auch nicht dabei, ne? Weil die Polizei wird Sie nämlich gleich durchsuchen. Wenn Sie nämlich was haben, dann vielleicht jetzt schon mal irgendwie rauslegen. Der Mann hat 4 Bierdosen eingesteckt. Da er sich nicht ausweisen kann, muss die Polizei vor Ort seine Personalien überprüfen. Hallo, Günther. Hallo. So, was ist dann vorgefallen? Der Herr ist zu dem Laden reingekommen und so 4 Dosen Bier genommen von dem Kühltor und also den Gang gegangen, den Knorrgang, da hat er also in seine Hose eingesteckt. Nach dem Kassensohn habe ich angesprochen, ins Büro gebeten. Er war ganz friedlich, ganz lieb. Ja. Den Anzeige. Verlassen? Ja, klar, klar. Okay. Ja, dann haben Sie soweit verstanden, dass Sie beschuldigt sind. Welche Daten? Meine? Ja, genau. Das ist dementsprechend, dass Sie das Recht dazu, die Aussage zu verweigern. Kennen wir Sie schon? Ja, ja, ja. Okay, dann tun wir das ja. Trotzdem lässt die Polizistin in der Zentrale die Identität des Mannes prüfen. Einmal seine Sachen gucken, dass er nichts mehr dabei hat. Ja. Will noch einmal in Ihre Taschen gucken? Hier, klar. Ist hier drin? Da ist ein Hemd drin. So, nochmal für Sie in Gegenwart der Polizei. Ein Jahr Hausverbot erstmal. Ja, okay. Wenn Sie das Geschäft nochmal betreten, ja, generell, dann ja, kriegen Sie noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, ne? Okay. Super. Ja. Anzeige ist fertig. Danke. Gerne. Ja. Ja, so. Haben Sie eine Tätowierung am Unterarm? Ja. Was ist es denn? Das ist so ein Adler mit einem Tigerkopf. Adlerflügel mit einem Tigerkopf. Aber unter anderem ist das ein Kreuz. Aha, aber das ist nicht mehr zu erkennen. Das wollte ich hören. Das ist so. Also Identität steht fest und dementsprechend darf er den gehen, habe ich Sie verstanden, ne? Ja, okay. So Hausverbot und so ist ja alles geklärt. Ja, haben wir ausgesprochen, geklärt. Ja. Irgendwas von dem Kollegen ausgesprochen. Okay. Ja? Jo. Also ein Jahr, ne? Moment. Mal, Sie sind durch? Wir sind durch. Gut, dann. Ja, alles gut. Kommen Sie mit. Okay. So, ich mach mal das Band ab, Moment. Ja, genau. Okay, und tschüss. Und tschüss. Ganz ehrlich, wir reden da vielleicht vom Marktwert oder vom Warenwert von 5 Euro etwas. In der Summe wird nichts passieren, es sei denn, er hat 20, 30, 40 Diebstähle dieser Art, dann geht er natürlich irgendwann tatsächlich ab dafür. Aber er weiß auch, dass da nicht viel kommen wird. Und was hat er zu verlieren? Ich meine, leider ist er süchtig und alles drum und dran. Ich glaube, da ist das mit den 5 Euro Diebstahl das kleinste Problem. Für uns ist es normal, mit Alkohol- und Suchtabhängigen täglich zu tun zu haben, da wir direkt neben unserem Markt eine Anlaufstelle für suchterkrankte Menschen haben. Kemal fällt ein Mann auf, der sich verdächtig verhält. Er macht von allen Regalen ein Foto. Ja? Ja, guck mal.